Die Philippinen, ein Land aus mehr als 7000 Inseln. Für die 72 Millionen Einwohner dieses asiatischen Inselstaates ist die Benutzung überfüllter und überlasteter Fähren etwas völlig Alltägliches. Die meisten von ihnen haben keine andere Möglichkeit, von einem Teil des Landes zum anderen zu gelangen. Auch als sich im Dezember 1987 Tausende an Bord eines Fährschiffs namens Doña Paz drängten, machte sich folglich niemand Sorgen. Doch der Untergang der Doña Paz sollte zur größten Katastrophe in der Geschichte der Passagierschifffahrt werden. Die meisten an Bord waren auf dem Weg nach Hause, um Weihnachten bei ihren Familien zu verbringen. Die Reise verlief ruhig, bis es um 22 Uhr plötzlich laut knallte. Wir schreckten hoch und sahen uns um. Im vorderen Teil des Schiffes war Feuer zu sehen. Wir liefen zur Reling. Dort entdeckten wir ein Tankschiff direkt neben der Doña Paz. Schon jetzt stand die See ringsherum in Flammen. Dann explodierte der Tanker plötzlich und das Feuer breitete sich immer weiter aus. Die Doña Paz war von einem Tanker gerammt worden, der fast 9000 Tonnen Öl geladen hatte. Und beide Schiffe standen in Flammen. Die Fähre sank sehr schnell. Nur wer jetzt wie der Passagier Salvador Baxal sofort über Bord sprang, hatte eine Überlebenschance. Überall schrien Menschen: Mutter, Vater, oh Gott. Ich blieb ganz still, denn ich dachte, dass meine Tochter tot sei. Doch Baxals Tochter Aludia hatte in der brennenden See überlebt. Ich hörte meinen Vater rufen: Wo bist du? Und antwortete ihm: Ich bin hier. Er nahm meine Hand und ich schrie auf, denn die Hand war verbrannt. Ich fragte ihn, ob mein Gesicht verbrannt sei, und er sagte nein, doch das war gelogen. Als ich wissen wollte, wo mein Großvater und mein Cousin Paos seien, sagte Papa nur: Sie sind weg. 10 Kilometer von der Doña Paz entfernt sah die Mannschaft einer anderen Fähre die gewaltige Explosion auf ihrem Radarschirm. Als ihr Schiff eine Stunde später den Unglücksort erreichte, war die Doña Paz schon versunken. Nur 24 Überlebende wurden gefunden, unter ihnen Salvador Baxal und seine Tochter Aludia. Ganze 8 Stunden vergingen, bevor endlich auch die Küstenwache eintraf. Die Rettungsarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt längst abgeschlossen. Am Unglücksort trieben nur noch Leichen und wenige Trümmer. Insgesamt wurden 132 Tote aus der See geborgen. Die meisten von ihnen so stark verbrannt, dass eine Identifizierung unmöglich war. Doch wie viele Menschen waren insgesamt ums Leben gekommen? Offiziell hieß es, dass nicht mehr als 1800 Passagiere an Bord des Schiffes gewesen waren. Erst als tausende zornige Angehörige protestierten, wurde klar, dass die Zahl der Opfer sehr viel größer sein muss. Untersuchungen ergaben, dass mehr als 5000 Menschen auf der Doña Paz umgekommen waren. Unter ihnen auch 1000 Kinder. Für die Ermittlungskommission war der Zusammenstoß mit dem Tanker die Hauptursache für die Katastrophe. Doch die philippinische Tragödie offenbarte auch eine besondere Schwachstelle in der Konstruktion großer Autofähren. Ihre Tendenz, unter besonderer Belastung schnell zu kentern. Seit 1980 starben insgesamt 14.000 Menschen bei Fährunglücken in der ganzen Welt.